Paris, Stadt der Liebe. Für Touristenpärchen aus aller Welt gehört es fast schon zum Pflichtprogramm, auf einer Brücke in der französischen Hauptstadt ihre Liebe mit einem Vorhängeschloss zu besiegeln. Sie sollten stolz auf diesen Brauch sein. Menschen aus aller Welt besiegeln hier ihre Liebe. Es sind Leute aus Venezuela, Kolumbien, Frankreich, den USA. Und das ist fantastisch. Ein Brauch, der der Stadtverwaltung zunehmend Kopfzerbrechen bereitet. Spätestens seit im Juni ein Stück Brückengeländer unter der Last tausender Liebesschlösser zusammenbrach. Groß ist die Angst, dass eines Tages ein schweres Brückengeländerteil auf einen Ausflugsdampfer einschlagen könnte. Mit einer ungewöhnlichen Kampagne will Paris zum Umdenken bewegen, unter dem Motto Selfie statt Liebesschloss. Es geht darum, ein Foto zu machen, ein Selfie, egal ob romantisch oder nicht. Und es bei einem sozialen Netzwerk, Twitter oder Instagram, mit dem Hashtag LoveWithoutLocks zu posten. Unser Team stellt dann davon die besten Bilder zusammen. Die Touristen sollen lernen, dass die Pariser Bauwerke unter den Liebesschlössern leiden, zur Not auch mit Bußgeldern. Große Aufkleber in den Sprachen Französisch, Englisch und Spanisch sollen Liebespärchen von ihrem Vorhaben abhalten. Die Kampagne läuft auf Hochtouren. Ob die vielen Besucherpaare aus aller Welt auf das neue Motto einsteigen, bleibt abzuwarten.